Schönen guten Tag. Black Myth Wukong erscheint morgen am 20. August und viele Souls-like-Fans warten schon gespannt auf diesen Titel. Warum das so ist, klären wir gleich. Tatsächlich betitelt sich das Spiel aber selber gar nicht als Souls-like, sondern definiert sich eher selbst als ein Action-Adventure mit RPG-Elementen. In dem Spiel selber geht es um eine mittlerweile über 400 Jahre alte Mythologie aus dem asiatischen Raum und es geht darum, dass wir unbedingt ein Ziel erreichen möchten. Was das ist, möchte ich euch natürlich jetzt nicht spoilern, aber es gibt insgesamt 81 Herausforderungen, die wir bestehen müssen, um dieses Ziel erreichen zu können. Das Ganze wurde in der Unreal Engine 5 produziert und erscheint einmal für PC, Xbox Series X und S und PlayStation 5. Alles in allem wirklich eine fantastische Grafik, die natürlich auch den System einiges an Leistung abfordert. Und damit springen wir auch direkt schon in das Kampfsystem rein, denn das ist ja hier das Wichtigste. Wir sehen hier einen Kampfstil, der eine Mischung aus Fähigkeiten und Nahkampfaspekten ist. Also wir haben nur die Waffe des Stabs, hier gibt es keine Schwerter, keine Bögen, gar nichts, also man hat immer nur diesen Stab zum Kämpfen. Davon verschiedene Ausführungen, also man droppt dann irgendwann noch mal bessere bei Gegnern oder auch mal eine bessere Ausrüstung, aber man wird immer mit diesem Stab kämpfen. Grundsätzlich hat man dann drei Kampfstile, einmal einen schnellen Angriff, wo man mit vielen kleinen schnellen Angriffen kämpft, dann einen Kampfstil, wo man mit schweren großen Angriffen angreift und einen defensiven, wo man dann starken Fähigkeiten ausweichen kann. Grundsätzlich gibt es noch etliche Fähigkeiten dazu, die das Ganze dann aber auch noch schön vielfältig machen. Also es soll wohl nicht langweilig werden. Ihr habt jetzt gerade im Video selber ein paar Mal Schwerter gesehen. Aber das sind keine Waffen, die wir tragen, sondern das waren Verwandlungen. Das bedeutet, wir haben auch die Möglichkeit, uns in andere Wesen zu verwandeln, die dann für 20 Sekunden anhalten, mit denen wir dann kämpfen können, in manchen Bosskämpfen unerlässlich. Und diese Figuren, das kann dann manchmal sein, dass sie andere Waffen tragen, aber wie gesagt, die Grundwaffe, die wir tragen, ist hier der Zweihandstab, den ihr in diesem Kampf seht. Hier geht es oft dann um die perfekte Dodge-Rolle oder im richtigen Moment hochzuspringen und vieles mehr. Ich hoffe, dass die Kämpfe hier wirklich sehr, sehr vielfältig gestaltet sind. Aber bisher, das was man bisher gesehen hat, da werden einige Gegner auf jeden Fall am Start sein, mit denen wir gut was zu knabbern haben. Des Weiteren gibt es standardmäßig den Heiltrank, den man benutzen kann. Ähnlich wie jetzt bei Spielen wie Elden Ring oder Ähnlichem. Und wir haben eine Leiste unten links, das ist die gelbe Leiste, die ihr hier ganz unten links seht. Die verbraucht Ausdauer. Ne? Das heißt, die Fähigkeiten und auch Bewegungen, die wir machen, fordern Ausdauer. Das heißt, auch da muss man so ein bisschen managen, wie man das Ganze am besten nutzt und vor allem auch wann. Ich wollte euch jetzt auch nochmal einen anderen Kampf zeigen und hier sehen wir tatsächlich, dass der Gegner mit der Musik zusammenarbeitet. Im Takt der Musik schlägt er hier auf den Boden, hier muss man diesen Wellen ausweichen, auch irgendwie so ein bisschen innovativ. Alles in allem muss ich sagen, gefällt es mir mal, einen ganz anderen Stil zu haben. Ich habe bisher wenig Spiele so aus dem asiatischen Raum mit einer asiatischen Geschichte gespielt und das finde ich dann doch irgendwie ganz interessant. Also ich bin gespannt. Ich werde mir das Spiel auf jeden Fall angucken und auch in meinem Stream zocken. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen auf Twitch. Auf jeden Fall werden wir nach ein paar Stunden sagen können, ob das Spiel denn wirklich gut ist oder auch nicht. Ja, jetzt stellt sich natürlich noch die Frage, wie teuer ist der ganze Spaß? Und bei Steam gibt es hier die Standardversion für 59,99 und die Deluxe-Version für 69,99. In der Deluxe-Version sind dann so ein paar Skins mit drin, ne? So ein Bronzestab und alles mögliche. Ist nicht wirklich notwendig, wer es möchte, kann sich das holen. Und sonst, ja, der Standardpreis von ungefähr 59,99 ist ja mittlerweile bei solchen Titeln ganz normal geworden. Alles in allem, wenn das Spiel gut ist und genügend Spielstunden bereit für uns hält, ist es auf jeden Fall fair. Wenn man so 10 Stunden spielt, dann ist es ein Flop. Das werden wir sehen. Auf jeden Fall wünsche ich euch beim Spiel ganz, ganz viel Spaß. Ich hoffe, ich konnte euch die Informationen so kurz und knapp wie möglich hier zusammenfassen. Schnelles, einfaches Video, um euch auf den neuesten Stand zu bringen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Lasst mir gerne ein Abo da. Liebe Grüße und bis dann.